Die Colorado Rockies haben sich mit Altbase Nolan Arenado auf einen Einjahresvertrag in Höhe von $26 Millionen geeinigt. Dies ist ein neuer Rekord für einen Spieler, der zur Arbitration zugelassen ist. Beide Seiten einigten sich am Donnerstag auf den Vertrag und mieden somit eine Arbitrationsverhandlung Anfang Februar. Ursprünglich hatte Arenado in seinem letzten Jahr unter Teamkontrolle $30 Millionen Gehalt verlangt, die Rockies aber nur $24 Millionen geboten. Es fühlt sich gut an, dass die Dinge geregelt sind, wird Arenado von der Associated Press zitiert. Ich denke, es ist gut, weniger Dinge im Hinterkopf zu haben und dies war eines davon. Es ist ein großartiger Tag, es herrscht großer Respekt zwischen mir, meinem Agenten und dem Club. Arenado gilt als einer der besten Third Basemen in der MLB und gewann 6 Gold Gloves in seinen ersten 6 Jahren in der Liga, zudem 2 Platinum Gloves als bester Feldspieler insgesamt. In den vergangenen 3 Jahren kam er auf 158 Home Runs und 503 RBI, mit den $26 Millionen überbot Arenado im Übrigen die $23 Millionen, die Josh Donaldson im Vorjahr in seinem letzten Jahr unter Teamkontrolle von den Toronto Blue Jays erhalten hatte. Im kommenden Winter wird Arenado dann Free Agent. Die Rockies sollen aber sehr daran interessiert sein, ihren jährlichen MVP-Kandidaten langfristig zu binden. Punkt. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.